Das ist Guild Wars Zeit. Unglaublich, aber wahr. Guild Wars geht weiter. Ja, ich wollte nicht wieder. Ich wollte nicht wieder links sagen, ne? Ja. Müssen wir mal hier ein bisschen neue Sachen reinbringen. Wir machen folgendes Achievement. Weil Living Story geht halt immer noch nicht weiter. Die wird am 20. weitergehen. Also bald. Zu nicht. Und wir machen ja das hier. Geist des Tigers. Und ein paar habe ich schon, sieht man hier. Die ersten beiden kann ich den Bobbys zeigen. Danach geht mehr oder weniger das fröhliche Suchen los. Wir haben noch nichts. Bobs haben nichts. Oh, was hier alles rumliegt. Kannst ja mal deinen Kalkum. Du kannst ja mal deinen Look ein bisschen. Ja, richtig. Beim letzten Mal sah ich anders aus. Mein Condition Build ist fertig geworden. Mit der Legendary Waffe und dem Rückengegenstand. Wir haben uns tatsächlich keinen Schacksäure mehr. Und, Schacksäure. Aber nicht so schlecht, weil ich hätte auch keinen Platz. Classic. Ja, ich muss welche nachkaufen. Ich habe noch 15 Watt noch. Aber ich habe auch eine. Ich benutze auch jeden Tag eine in der Heimatinstanz. Ja, gut. Kriegst du richtig geilen Shit raus. Ah. Ja. So, also da müssen wir hoch von diesen Kugeln da, von diesen Lelien-Funken. Ja, diese Lelien-Funken ist auch kein Problem mehr im Endeffekt. Das ist immer noch die. Ja, man muss es halt machen, ja, ne? So, einfach mal wieder den Pilzen gefolgt. Immer eine gute Idee. Wenn ihr mal irgendwas sucht, was versteckt ist irgendwo, folgt den Pilzen. Sag mal so, dafür steht er mit seinem Namen. Der Pilz. Auf jeden Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall. Denn? Hallo, springst du mal? Dankeschön. Wo bleibt der denn? Immer muss ich warten. Alles wird hier mitgenommen. Alles. Das gab's. Ach, Mithril. Mithril-Erz. Mithril-Erz. Wer hier hoch oder da hoch? Nee, wo ich bin. Keine Ahnung. Das ist doch mal ein Punkt auf der Map. Wo bist du denn? Mal sagen. Zeit. Hallo? Rüber fliegen. Ich bitte darum. Oh. Okay. So, ich hab das. Hallo. Ey. Ja. Okay. Geh raus. Schluss. Dankeschön. What the fuck? Was ist denn hier los? Okay. Eieiei. Ja, okay, gut. Jetzt hast du mich verarscht. Oh, lol. Fuck it. Der Struggle. Ah, okay. Na cool, da springt noch einer mit. Ja, der sieht wohl, oh, jetzt musst du heulen. Hier sind drei Leute, die sind bekloppt. Ja. Auf geht's. Auf jeden Fall. Das ist echt mega, mega hapelig hier. Kampfgeist der Wespen. Ja, Kampfgeist der Wespen. Okay, also wir suchen jetzt Tigernester, ja? Au. Das nennt man nicht Nest. Das ist Tigerbau. Nee, das nennt man Nest. Ganz bestimmt. I believe. Wenn es Tigerwespen sind, dann nennt man das Nest. Das ist eine Taucherbrille, Christian. Oh, eine Taucherbrille. Ah. So, und hier ist natürlich hier verlockend. Ja, da ist für keinen Metzger dabei. Hinten? Ja. Und jetzt, und jetzt wisst ihr ungefähr, wie krass die versteckt sind und wie viel Spaß das macht, die zu suchen. Ich hab, also. Geil, das wird ein bisschen länger dauern. So, wie gesagt, den zweiten kann ich euch auch noch zeigen. Der zweite ist kam im Kaledon-Wald. Erstmal tauchen. Habt ihr den noch nicht gemacht? Doch, bestimmt. Ich mach's trotzdem nochmal. Ich flieg währenddessen zu dem kristallinen Vorratslager. Da habt ihr da. Nein. Ich hab ja eh keine Dingens. Egal. Bis Loot. Platsch. Nee, die hab ich noch nicht. Erstaunlich. Okay. Erstaunlich. Hast du oben das Panorama-Ding? Nur mal. Ja. Stimmt, das wäre jetzt gut, wenn du gerade vorbeigelaufen wärst. Das ist natürlich gut. Ja, gut. Komm mal. Ah, göttlich. Ja, dann mach ich irgendwann nochmal. Also. Kurz ist schon da. Ich wollte gerade sagen, ist die Spirale nicht eigentlich sogar verhältnismäßig easy gewesen noch? Ja, ist auch. Ist gut, dass hier immer offen ist. Und da gibt's auch nicht viel mit überbrücken. Da kannst du auch nicht viel brücken, also so ist nicht. Ist ja eh immer auf dem Weg nach oben. Und da wir noch nicht nach oben fliegen können. Ja, genau. Man kann nicht nach oben fliegen. Finden,
Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich das auch manchmal reckt, dass man fliegen kann auf so Jumping-Positionen. Dann geht auf einmal der Schirm auf und ich fliege über den Punkt drüber hinweg, wo ich eigentlich hin wollte. Hatte ich gerade auch fast schon. Ist immer semi-gut dann. Aber man kann relativ gut saven. Ja, richtig. Ja, ja, du stirbst. Wenn man mal irgendwo, vor allen Dingen auch wenn man mal irgendwo abrutscht, gerade wenn man hochspringt, kann man relativ gut einfach auf einen der niedrigeren Spots fliegen. Das ist übrigens der Sprung, den ich meinte, wo man auch ganz gerne mal runter, also wo ich zumindest immer mal ganz gerne runterfalle, weil der kacke ist. Wo? Wir müssen noch ein bisschen weiter. Bis gleich. Ich finde das so schön, dass die ganzen Rezepte so ungefähr. So der Sprung jetzt. Da ripp ich halt auch ganz gerne schon mal runter. Ja, der ist auch fies. So unfassbar froh, dass die ganzen Rezepte jetzt Account gebunden sind. Ja, das ist so wunderbar. Das ist so wunderschön. So. Einfach lernen und gut ist. Oh, Mist. Oh, Baby, a Triple. Dein Ernst? Oh, ja, ich weiß. Ist gut, ne? Der Memes. Springen ist das Richtige. Wir müssen auf jeden Fall beide Jumping Puzzles zu Ende machen. Oh. Das ist meine Quest, die sich. Jetzt sind hier nochmal weiter, ah ja. Ach, so ein Ding. Das ist meine Quest. Ja, ne? Der taut sich hier mit dem Blümchen. Ja, GG. Oh. Aber gleich kommt wieder der witzige Teil. Im Endeffekt gibt's ja auch nur einen Sprung, der wirklich schwer ist. Der hier, ne? Und den cheat ich. Ich cheat mir den jetzt. Und passt. Oh, ja. Ich bin aber nicht ganz tot, ich bin zumindest irgendwo zwischengelandet. Haben die Pflanzen hier auf der Sprung-Challenge eigentlich mal mehr Schaden gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich sehe ihn. Die waren auf jeden Fall, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, als wir hier das erste Mal durch sind, mussten wir die kaputt machen, weil das sonst nicht machbar war für uns. Sowas habe ich nämlich auch im Kopf. Komm, Christian, ja? Ich habe ihn. Prediction fehlgeschlagen. Ja, Rip. Ja, Rippe die Dudel. Ja, wir müssen runter. Interessant ist. Das passiert noch ganz in letzter Zeit häufiger. Ne? Der Spielclient konnte sich nicht mit dem Login-Server verbinden. Und dann schmiert das Spiel ab. Und das spart. Ich kann doch schon mal gucken, ob ich die Vermutung schon sehen kann da oben. War schon gut, erster Sprung. Also Champion Riff Rider ist schon mal da, ne? Ist er da? Das ist ja heute nicht daily, das heißt, kein Mensch macht das. Ja, und. Ja, wer ist doch so blöd gemacht? Freiwillig. Macht das? Ja. Das ist korrekt. Wie war das? Man muss durchspringen, ne? Ja. Ansonsten also bis zu einer gewissen Stelle, bis zu einer gewissen Plattform, wo du auf den festen Boden kommst. Ah, das Coole ist, dass ich Engineer bin. Unverwundbarkeit ist das Ding. Am Anfang muss man einmal kurz warten, ne? Aber es ist auch wieder da, es ist auch so lange her, dass ich gesprungen habe. Ja gut, Freunde, dann logge ich mal um, weil, Ja, Engineers ist das Ding. Ja, ne? Unten ist nicht. Ich vermute mal, dass es auch häufiger in Jump Puzzle drin hängen wird. Ja, das klingt danach. Gut. Ich meine, das eben war ja auch ein halbes, ne? Das eben. Das ist am Anfang das erste Teil mit der Nabebahn. Das mit der Nabebahn war ein halbes. Dann Morgenspirale war eins, zwei, um genau zu sagen. Na, Lukas, by the way, ich habe einen Weg gefunden, ohne Layli in dem Leiten und ohne diese komische, Scheiße. Ja, heißt es doch gleich, diese komische, dieses wo du die eingraben kannst, diese Gräben da benutzen kannst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ohne das habe ich es geschafft, nach oben rechts interagiert zu kommen. Ich habe mich da irgendwie hochgecheatet, so ungefähr. Ja, oben rechts, da wo die Verfolgung mit V-Line ist. Ach so. Da kommt man ja ohne diesen Scheiß eigentlich nicht hin. Ach so, ja. Da musst du drauf anlegen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Dann geht das. Da gibt's nämlich auch ein paar Sachen, die man haben möchte. Guck mal, Annie Messner finished doing the things jumping puzzle.
Nee, es ist, also das ist halt wirklich sehr frustrierend. Ich war, bin gerade legit am zweiten Teil runtergefallen. Da stehe ich wieder am Anfang. Kannst einen am Anfang. Was? Das. Aber, oh mein Gott. Die waren noch nicht materialisiert oder so. Was weiß denn ich, ey? Was ist denn das für ein Cheat jetzt hier? Du kannst aber theoretisch auch diese Bottiche hier entlang springen. Das geht auch. Also, ja. Echt? Du musst eigentlich gar nicht warten auf die Sterne. So, geht doch. Das Problem ist nur. Ich bin jetzt ganz umsonst runtergegangen, ne? Ja, wenn du jetzt ganz runtergegangen bist, dann danach, ja. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass wir das damals endlos ausprobiert haben und dass es nie ging. Also an einer Stelle geht's, glaube ich. Es geht ja. In dem zweiten Teil geht das schon. Muss ich hier überhaupt lang? Das ist halt auch echt schon was her, aber. Ah ja. Okay. Da war ich fast runter und weg. Und jetzt kommt der verwirrende Teil, wo ich nie wirklich weiß, wo es lang geht. Und dann am Ende des Tages den Weg doch irgendwie finde. Ich bin schnell wie der Wind. Oh mein Gott. Okay, alles cool. Alles easy. Da rutscht man runter. Und Fliegen ist natürlich disabled, ja. Was auch sonst. Ah, ich hab die Steine hinter mir. Ja gut, alles was danach kommt, ist dann wirklich easy. Das ist nur ein bisschen. Ja, ist ja nur noch ein bisschen Lauferei, ne? Okay, den ersten Teil habe ich jetzt wieder geschafft. Musste mich einmal so dermaßen durch den Boden durchschämen, weil ich hier immer runtergefallen bin. Wem ist das Portal? Von wo meinst du? Das müsste von mir gewesen sein. Am Anfang vom zweiten Teil, jetzt ist weg. Ja, ist gerade. Ja, genau. Ist gerade die Kuhle verpasst. Kannst du aber auch nicht nehmen, also ich stand da drauf und ich kann's nicht. Nee, es war nicht vollendet. Es war für mich, falls ich runterfalle. Tja. Hätte ich mich einfach wieder hochschieben können. Oder war das gar nicht unten? Oder war das gar nicht oben? Das war oben. Ja, immer. Wartet man hier, oder? So. Richtig? Hier auf dem einen Bottichrand. In der Mitte vom zweiten Teil. Ja, irgendwo da, so die Ecke war das, glaube ich. Muss man dann auf die zweite Rotation warten. So. Ich geh dann schon mal Tigernester suchen, ne? Ah, okay. Ich bin auch gleich schon. Jetzt hier über die Planken, ne? Ja, genau, und dann bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg wieder. Auf die andere Seite, oder? Von dem Boot? Ja. Oder nicht? Ja, genau. Muss ich das von der Planke aus machen, oder wie muss ich das machen? Oder kann ich auf das Boot gehen und dann rüber? Ja, Boot bist du gehen. Was denn, wie ist das? Das ist einfach schon. Okay, ja, dran vorbeigelaufen. Nicht drüben. Ach, hier sind Löcher, ne? Genau. Jetzt muss man da blocken einen, die Dinger hier. Diese Ranken, meinst du? Okay, oh mein Gott, da bin ich fast runtergefallen. Okay, ich hab grad ein. Nein! Ein nein! Boah! Ding be Holy shit. Also, kommt gerade meine Mutter rein. Haben wir schon, bye bye. Und, hat hier Kuchen hingestellt und hat den so hingestellt, dass mein Ellenbogen da volles Hund reingedingst ist, ne? Dann schiebe ich diesen Teller ein bisschen weg, hab vergessen, dass ich Autorun noch anhatte und wäre fast die Klippe runtergelaufen, ey. Holy shit. Ja, ich bin noch da. Bin beim besten Mal da. Hier rum? Alter Schwede. Ah, ich hab's gefunden. Natürlich nochmal versteckt im Versteck, weißt du? Ja, ich dachte mir schon irgendwie in der Höhle oder so jetzt noch. Wie komme ich denn jetzt zu euch rüber? So, nur da. War das denn hier? Ja, genau, das war das. Tadam. Los geht die Gang. Ab geht's. Ist voll viel Holz. Stimmt, heute schon. Must resist. Wir sind nicht für das Holz vor der Höhle hier. Gut, reiß dich zusammen. Das eine muss der mitnehmen. Anders geht's nicht. So auf dem Weg, das war einfach Quälerei. Ja, das ist eine harte Holzblätter. Ja, wir sind.
auf jeden Fall wichtig. Ich brauche mich jeden Scheiß von Läuse, ich krieg. Okay, Spinne. Ey, Bifriss kommt nicht umsonst in mein Spinne Haus. Gegen Spinne, anscheinend. Was ist denn? Aber momentan bin ich, brauche ich leider eher Eisen und. Wetter auf die 56er. BAM! Okay, kurz, sie hat sich einfach beide klein gemacht. Das geht natürlich auch. Ich sehe bei sowas immer eine doppelte Erfahrung für nix, geil! Ein ehrlicher Hinterhof-Spinnenkampf, ja? BAM! Kommt der Norn und macht BAM! Da war's das. Ab jetzt kann's halt überall sein. Überall sein, ja. Die erste Regel ist, man redet nicht über den Spinnenkampf. Wenn es das erste Mal mit dem Spinnenkampf ist, dann musst du mitmachen. Blumenkohl, alles mitnehmen! Nix wird zurückgelassen, jeder kriegt einen Preis. Wir schwärmen also aus, ja? Wir schwärmen aus und ernten Blumenkohl. Ah, wär's Beste. Ja! Okay, also ich hab schon eine unsichtbare Wand gefunden. Oh, die findest du hier zuhauf. Es ist immer was Gutes. Falls irgendwer Interesse hier, hat an einer unsichtbaren Wand. Ja, in den Wasserfall kann man sich auch wunderschön buggen, der da vorne ist. Oh, dann werde ich das mal lassen, würde ich sagen. Naja, Ankündigung. Das geht alles wunderbar. Ah, da hinten geht's halt noch weiter, ne? Ja, ich gehe mal ein Stück weiter nach oben. Versuch mal hier nach oben zu kommen. Aber ich glaube, auf dieser Zwischenebene scheint er doch nicht zu sein. Wenn es hier ist, habe ich es nicht gesehen. Jo. Ja, die Dinger sind ja auch gut versteckt, so ist es ja nicht. Ja. Ja. Das haben wir bisher ja gesehen. Ich hätte so gedacht, dass es hochkommen soll. Platinerz! Schön. LOL. Okay, das hat ich auf Aufnahme. Hier war kurz so ein Candy Corn Ding. Und ist instant wieder despawned. Ja, ja, das oh, kenne ich. Die Dinger habe ich bisher nur immer auf der Map gesehen, ab und zu, warum auch immer. Und jetzt gerade habe ich aber, der ist legit vor mir aufgeploppt und der war wieder weg. So, jetzt wiederum ist die Frage. Ja, ich frage mich auch gerade. Wo könnte es liegen? Hier kann das halt wieder überall sein. Halt genauso gut da unten schon, ne? Ja, ne? Ich würde das sogar nicht wundern. Oder in dem Turm? Wie sicher seid ihr, dass ihr noch nicht dran vorbeigelaufen seid? Nicht allzu sicher. Nur diese Sonne ist. Ich glaube, wir scrollen am besten einfach mal raus und gucken uns ein bisschen um. Ich scroll raus und gucken uns um. Ja. Mal rauszoomen und dann mal so in die Ecken gucken. Mal ein bisschen die Map angucken. Ja, verdammt. Triggert. Was ist das denn hier noch? Ha. Huh. Not sure, ob ich hier schon jemals war. Ich dachte hier wäre. Da, wenn du die Ecke mal unten meinst du? Oder ist das eine Höhle? Eine Höhle. Mit Ruinen drin. Eine Höhle. Mit Ruinen drin. Da ist eine reichhaltige Platin, Alter. Vielleicht ist sie auch neu, die Höhle. Triggert. Platina. Ach komm, was soll ich verlieren? Nochmal springen. Also springen. Hm. Ja, springen, aber so springen. Alter, was ist das denn hier? Also dick Alter. Alter. Inventar auch, aber. Passiert hier irgendwas? Ich guck grad nochmal auf die Map, wie das jetzt genau heißt. Da passiert nichts. Wo musst du nochmal genau hin? Auf Warnsches Ufer, ne? Ja, da sind wir halt jetzt schon einen Ticken weit von entfernt, ne? Es könnte ja auch in der Höhle sein, da unten. Wirklich? Hier ist ja Kabin! In der Höhle. Oh. Oben? Was hat das gefunden? Ja. Du hast den, ist aber nicht gut, weil du noch oben bist, oder? Ja, aber also man springt da runter. Ah. Unlucky. Wo seid ihr denn? Auf der anderen Seite unten, ja, glaube ich. Ja. Ja, prüfen wir nochmal. Ja, nice. Oder ist es. Ich habe eine reichhaltige Platine, Alter, komm. I have no regrets. Komm mal her, wo ich bin. Sneak mal da runter. Ja, jetzt ist ja du da auch schon hingelaufen, aber. Das ist eigentlich der gleiche Dude, der eben auch im Dings stand? Hm? Ja, ist es Tatsache. In der Tat der gleiche Dude, der auch eben. Ja, das ist der mich gefragt hat, ob ich nicht weiß, wo es hingeht. Einen Treffer für mich.
Nice. Will ich mal wissen, wo... Jonas passt den Main Schlund. Ach, da! Der Lebenszeit. Er fragt auch gerade. Sagen... Yes. Plus. Bin... making... way down the list. Ah. Yes! warum nicht? Gut. Ja, why not? Wo müssen wir hin? Special Guest. Das heißt Dreading. Was er geschrieben hat, Dreading Meeting. Gute Frage. Ist man eigentlich einfach wieder zu Kappes? Entweder. Ah, da rechts in der Ecke kommt natürlich auch, ne? Geh mal gucken. Fürchten, glaube ich. Kurz, ich muss dich enttäuschen, da hinten ist nur eine reichhaltige Goldader. Ist natürlich nicht so interessant. Oh. Kein Platin. Wacht von einem. Das ist auch ganz häufig so, dass du diese reichhaltigen Adern bewacht hast von. Hier ist Eisenerz, Götzi. Von, Dings, ja. Wo ist denn der Dude? Oh, der ist. Dass der bewacht ist von irgendeinem Veteran, so. Veteran. Mein Eisenerz! Eisenerz ist ja voll. Eisenerz, ja, verkaufst du mal? Hallo, E-Teens. Ich glaub, ne. Hm? Ist da noch mehr Eisenerz? Ja, in der Ecke ist auch noch mehr Eisenerz. Sweet. Oh, dem Eisenerz. Kann ich hier hoch, hallo? Folge dem Eisenerz. Immer eine gute Idee. Der Geisterscherbe läuft. Okay. Überall tote Forscher. Sehe ich nix. Oh! Hm? Oh? Oh, was? Ich hab ein Secret gefunden. Secret? Ein gutes Secret oder ein schlechtes Secret? Ich bin fast an einem schlechten. Ja, wie man's nimmt. Was hast du denn gefunden? Raus mit der Sprache. Mein Gott. Ein Geheimraum. Aha. Ein Geheimraum mit Tigernest wäre ganz cool, so. Nee. Das ist der, glaub ich, der Geheimraum, wo das anonyme Treffen der schlechten Coder stattfindet. Bitte was? Nice. Ja, wo seid ihr? Ihr seid schon ganz weit weg, ne? Wir sind jetzt einmal durch. Ja, ich bin halt mit Fliegen auf den Ort, auf den Felsvorsprung geflogen, wo man normalerweise nicht hinkommt. Und dann bin ich Richtung Wand gelaufen. Und dann bin ich durch die Wand gelaufen. Und dann ist hier so ein kleiner Fels. Ah, why not, ne? Backt auch heftig rum, wenn man da in der Wand ist. Das wundert dich jetzt aber nicht wirklich, oder? Nö. Ich schaffe es nicht runterzufallen. Was? Das ist ein interessantes Problem. Ich kann nicht runterfallen. Das habe ich noch nie. Was denn? Da hinten steht der andere. Da bist du. Bin ein bisschen verzweifelt gerade. Ich bin auf dem Weg auf der anderen Seite. Weil, von der anderen Seite. Fuck. Überhaupt, du bist zwischen. Ich glaube, ich weiß auch, wie du da hingekommen bist. Ich möchte da, glaube ich, nicht hin. Da kommst du, glaube ich, sowieso nur von oben hin. Was ist denn das eigentlich? Ich verstehe, ja. Have fun. Wegmarke, auf geht's. Na gut. Und das hier oben, das weiße da, das ist, wo ich hier gegenspringe gerade, das ist halt der Vorsprung, wo die unsichtbare Wand, also die nicht existente Felswand ist. Aber hier sind offensichtlich noch ein paar unsichtbare Felswände. Also das hätte man auch ein bisschen polischen müssen. Ja, das Ding ist halt... Bevor man den Gleiter für Krüter freigibt. Ja, so. Das ist halt ein unfassbar großer Aufwand, ne? Ja, natürlich. Aber ich meine, hier, das ist halt Shit, so. Könnt ihr das nochmal an? Ich möchte da runterspringen! Ja, wie oft kommt das vor? Mein Gott. Ne? Mal ehrlich. Du, wenn man mich auf die Maps loslässt,
Ja. Du, da ist eine unsichtbare Wand. Als ob hier eine unsichtbare Wand. Das ist echt. Die unsichtbare Wände in diesem Gebiet sind ja kompletter Cancer. Holy shit. Ja. Schade. Ich das vorhin gesagt habe. Ist es. Ja, das ist ja ganz viel Arbeit. Ja, aber das ist. Das eine ist ja. Ist ja. So verbuggte, so komplett verbuggte Stellen, aber die unsichtbaren Wände hier. Ist ja unschön. Das Unschönste ist das. Na, ich renne mal bei den Eddies rum. Ja, mach ich auch gerade schon, aber. Oh, lol! Oh mein Gott! Was ist? Ja. Moment mal, für, Jetzt würde ich mir gerne, wo du bist, da. Da oben! Holy shit, insbesondere war ich hier halt auch schon. Und ich hab's. Ja, ich auch! Nicht gesehen. Wo bist du? Bei den Etiens. Oh man, ja, dann schreibt dem Dude mal, dass ihr es habt. Ja, hab okay, das ist schon. Hä? Also. Oh! Oh. Oh nein! Weißt du, ich stand gefühlt auf diesem Stein gerade. Ja, stand hier auch schon drauf. Oh, nö!